Wir sind hier in unserem ehemaligen Südamerika-Becken und wie man sehen kann, ist hier kein Wasser mehr drin. Wir haben vor einigen Monaten das Becken komplett leer machen müssen, weil unsere ursprüngliche Wurzelkonstruktion, die aus Beton war, brüchig geworden ist. Leider konnten wir die Wurzel nicht reparieren. Wir haben die ganze Wurzel rauskloppen müssen und sitzen jetzt hier in einem neu dekorierten Bereich, der auch wieder aus Beton gemacht worden ist. Und wir ändern unser Thema Richtung Südostasien. Als unsere englische Spezialfirma diese neue Kulisse gestaltet hat, war das Becken mit einer Plane geschützt von hinten, damit die Scheibe nicht verkratzt wird. Das ist eine Acrylglasscheibe und von vorne war sie mit einem Bild verziert, damit das ein bisschen hübscher aussah. Unsere Kollegen aus England wollten auch nicht wie in einer zur Schaustellung hier zwei Wochen schwitzen und arbeiten, während alle Besucher die Schweißtropfen auf ihnen zählen. Von daher ist das jetzt zum ersten Mal, dass die Plane runtergekommen ist und das fertige Ergebnis für die Besucher sichtbar geworden ist. Bei diesen Wurzeln handelt es sich um Kunstwurzeln. Die sind täuschend echt mit den aufgerissenen Rinden hier, die hier eingraviert worden sind von den Künstlern, die bemalt worden sind, so leicht bemoost, als eine Wurzel, die sich also in den Tropen in einen Fluss abstützt von einem Baum. Das wurde gemacht mit Plastikrohren, die mit Heißluft geformt worden sind und dann mit Beton gefüllt, mit Beton überzogen worden sind in mehreren Schritten. Das ist Spezialbeton, der das Wasser weniger verunreinigt als andere Betonsorten. Also ich finde das absolut gelungen. Gemischt ist das mit einigen echten Wurzeln. Wir haben hier Wurzeln, die aus diesem Überhang des Flusslaufs zum Teil rauskommen. Und das ist tatsächlich echtes Holz, die hier in Form von einer Wurzel zu sehen sind. Das wird auch sehr, sehr lange halten. Auch die Steine hier, die haben wir nach Vorlage formen lassen von echten Steinen, die wir ausgesucht haben und die später auch zu diesen künstlichen Steinen dazugelegt werden, sodass man idealerweise überhaupt nicht mehr den Unterschied erkennen kann, was ist echt und was ist jetzt hier eine Kunstwurzel oder ein künstlicher Stein. Und das ist echte Künstlerarbeit. Der Designer hat das mit uns zusammen vorher in einer Skizze festgehalten, in einer Bleistiftskizze, hat dabei gezeigt, wie fantastisch er auch zeichnen kann, hat das wirklich mit so einem 3D-Effekt gezeichnet, hat sich das hier an die Scheibe gemacht und genau so dann nachgebildet. Also wir waren hellauf begeistert. Für diese Kreation dieser Unterwasserlandschaft haben wir nicht irgendwen, sondern international anerkannte Experten wie George Farmer, den Weltmeister Volker Jochum und den Planterhunter von Dennerle, Stefan Hummel. Ich freue mich sehr, dass die zusammen mit unserem Revierleiter in der Aquaristik, Marian Merkens, das hier gestalten werden und bin ich ganz gespannt, was die so kreieren.